So, herzlich willkommen zu einem neuen Video und ich hoffe, man kann mein Gesicht sehen, meine Fratze. So, ich kommentiere meine Videos von Marvel, die ich für euch aufgenommen habe, die 100%. Ich wollte schon früher einstellen, aber keine Zeit. Aber ich mache kaum was für Marvel, weil ich bin da schon langs draußen. Ich werde andere Spiele demnächst weiter veröffentlichen, aber nichts mehr mit Marvel, weil Marvel ist einfach viel zu aufwendig, ne? Ich kann nicht so wie bei anderen Games, kann ich Bluesticks verwenden, habe ich Erlaubnis von Blizzard, Ubisoft und so weiter, Gameloft, schriftliche Erlaubnis und da geht alles wunderbar. Kabam, erst wenn ich so wie Sentin super berühmt werde, dann darf ich mehr machen. So, okay, lange Rede, kurz Sinn. Wir haben hier die 100% und in diesem Video zeige ich euch, es gilt auf alle anderen Videos, wie ich das gemacht habe. Im Endeffekt ist es eine Nachkommentierung von meinem Video. So, das allererste ist, ich habe Booster verwendet, wie ihr seht, weil Booster verwenden ist von Kabam gewünscht. Ne? Also, falls im Forum ihr was gelesen habt, nicht, dann kann ich euch nur so viel übersetzen. Inhaltlich war das halt so, gab es auch ein Meeting von Kabam, dass man sagte, hey, wir machen diese Mission, es ist ein Symbiont, aber bitte nutzt die Booster. Macht also keinen Bullshit, indem ihr sagt, schaut, ich bin ein Held ohne Booster, no way, könnt ihr machen, wenn ihr sehr, sehr gut seid, Elite Gamer, Super Edition, aber ansonsten ist es Quatsch, weil selbst der Jax von Kabam sagt, ey Leute, und Mike sagt auch, nutzt einfach doch die Booster, dafür sind die ja da. So, ich habe jetzt also im Endeffekt hier die ganzen Booster aktiviert, hab dann angefangen natürlich zu kämpfen. Schauen uns ein bisschen den Kampf auch an. Hab viele Fehler gemacht natürlich, weil ich nur Hobbygamer bin, aber vielleicht den einen oder anderen interessant. So, das allererste war, ich habe hier diesen Heilbooster, ich habe hier Volltreffer, ich habe hier Präzisionbooster, ich habe hier Booster für physischen Schaden sozusagen nicht zu bekommen und also halt weniger zu bekommen, und hier sehen wir, da habe ich einen Fehler gemacht vom Ausweichen her. Ich kann die SK2 wirklich nicht gut ausweichen und dann habe ich mit SK1 versucht und ihr seht schon hier, da habe ich mehrere Booster, einmal habe ich noch zusätzlich Grausamkeit, dann habe ich noch Totalschaden und ihr seht auch, ich heile mich, das ist auch ganz wichtig, weil ich habe halt eben diese zusätzlichen Vorteile und dann Booster und der kriegt halt nochmal richtig Fett ab. Mehrere Debuffs. Ups, ein bisschen übel ich auch. Und das Ganze ist natürlich so ausgegangen, dass ich dann noch zusätzlich Schutzschild habe. Dann habe ich noch zusätzlich Angriffbooster erhalten. Wieder sehr viel Debuffs. Er hält sein Schutzschild. Nützt ihm jedoch nichts. Ich habe dann hier gewartet. Dann habe ich wieder auf SK1 gewartet. Und immer wenn er die ausgeführt hat, dann gab es mal Paus Maul. Mit der SK1 oder mit normalen Attacken und dann war er auch weg. Ne? Also im Endeffekt habe ich da sehr gut gelöst, 1% nur Schaden und dann gingen wir zum nächsten. So, der nächste Gegner ist ein bisschen schwieriger, weil der nächste Gegner, ne, also da haben wir den Dr. Strange und der fängt ja mit einer SK3 an. Und da war das halt so, schauen wir mal, müssen wir mal schauen, genau, da war das so, dass die SK3 ich zugelassen habe. Weil mir ist das zu blöd, ne? Diesen Debuff so zu Entkräftungen, dass man da jetzt ausweichen und SK2 ist und Abwehrbar. Das wäre einfach zu dämlich. Also habe ich das gemacht, habe dann dementsprechend auch hier auf SK2 gegangen. Also ich bin auf SK2 gegangen und natürlich der SK1 halt ausgewichen. Dann wieder versucht halt den Dr. Strange mit einer zusätzlichen SK2 rauszuhauen und habe auch natürlich was verloren gehabt, war natürlich blöd. Aber auch ganz easy peasy nur rauskommen. Da war der Dormammu, da kommen wir echt gleich. Der Dormammu war eine riesengroße Herausforderung und hat mich leider in dem Sinne sehr, sehr erledigt. Ups, so, sehr erledigt, weil der Dormammu, der hat ja seine Degeneration.
Und gegen die kannst du ja nichts machen. Du hast ja keine Immunität bei dem. Du kannst nur Symbionten mitnehmen und keinen Hulk, der Resistenz hat. So, und ich glaube, Hulk hat der Basic Hulk, also der Standard Hulk, die wurde ja gebufft, die Resistenz, glaube ich, ist zu 90%. So, und da seht ihr, das ist richtig scheiße. Aber man sieht halt eben diese Degeneration, die nimmt sehr viel. Ne? 180 pro Sekunde, das wird dann jetzt gleich richtig viel mehr. Jetzt geht er gleich richtig in die volle, ne? Ja, und wieder. Jetzt seht ihr schon 299 und er hat mir sehr viel genommen. Ne? Von 78% hatte ich dann nur 27 übrig. Also willst du dagegen machen? Mit einer Heilung nicht sich aktiviert. Ne? Und da habe ich immer auch im Forum reingeschrieben, Leute, merkt euch, das ist ein passiver Degeneration, das ist kein aktiver. Der Kreis, wenn er diesen runden Kreis hat, es sind zwei verschiedene Kreise. Ich zeige euch das mal. Wenn ihr diesen runden Kreis habt, weißen Kreis, dann ist es immer aktiv. Eine aktive, im Endeffekt Debuff. Aber das hier, wenn ihr den Kreis habt, ohne dieses Weiße, das ist ein passiver Debuff. Und dagegen könnt ihr nichts machen. Zumindest laut meines Wissens. Ich bin nur Hobbygamer. Ne? Also es kann sein, dass einige Gegner was haben oder einige Gegner was dagegen tun können. Aber wir sind bei den Symbionten. Soweit ich weiß, kann der Symbiont nichts dagegen tun. Ne? Korrigiert mich, wenn ich mich gehört habe und irgendwas vergessen habe. Aber laut meines Wissensstandards geht da nichts bei ihm. So, und da habe ich natürlich hier den Kampf mit dem, genau, mit dem, schauen wir mal, dann gehen wir mal. Genau, mit dem Supreme Symbiont, ne? Und den habe ich natürlich verloren. Weil er nicht schlimm ist, weil, ne, wie heißt es so schön? Unabwehrbar ist, ist nicht einfach auszuweichen und das ist so schön, einfach Wiederbeleber mit dabei haben und gut ist oder Units. So, und ihr seht hier, da habe ich mir sehr schwer getan. Ich hasse nämlich diesen Symbion Supreme, weil der ist sehr gut von der KI eingestellt worden in der Verteidigung. Normalerweise ist der Bums dumm, aber da ist er modifiziert worden und da hat auch Jax gesagt im Interview und im Meeting, wo man klipp und klar als User dabei sein kann oder als Partner. Und er sagt klipp und klar, die haben das verändert. Die haben den wirklich stark gemacht. Deswegen ist er nur 20k. Und ist auch fair irgendwo, ne? Weil, ey, ne, für die Belohnung, was man bekommt, muss man auch echt sagen, ist das auf jeden Fall Hammer. So. Jetzt ist es so, wir sehen hier 46.000 HP da übrig. Ich habe jetzt 14.000, habe mich dann aufgeladen, habe dann wieder einen Fight gemacht. Ganz klar, wieder beleben nur einmal. Und ihr seht schon wieder versagt. Ne? Wiederherstellung ist minimal und danach war ich ziemlich angepisst. Ne? Ziemlich wütend. Und habe dann dementsprechend dann richtig drauf gedrescht. Mir war dann alles egal, ob ich jetzt wieder dann in SK2 hingeballert bekomme. Und aus irgendeinem Grund, das sieht man hier, hat der seine SK1 rausgelassen. Und genau da in dem Moment bin ich dann hin und habe dann einfach drauf, ne, drauf gehauen. Und habe dann gewonnen gehabt. Ne, mit einem Wiederbeleber, also ich jetzt nicht für möglich gehalten. Normalerweise habe ich da immer zwei gebraucht oder drei. Kebem hat mir sozusagen Gnade gewährt, indem sie ihn nicht so schwer gemacht haben. Ja, so. Jetzt gehen wir weiter zu den nächsten. Da war es für mich einfach, weil ich ab hier ist dann nicht mehr mit unabwehrbar. Und da ist es halt wirklich so, da geht ihr mit den Booster rein, ohne Probleme. Bei ihr hat die Schwierigkeiten bei, ich glaube, Scurial Girl, wie ausgesprochen wird. Wobei ihr hatte immer, ich habe mit der wirklich nicht am Mut. Mit der Squirrel Girl, die ist wirklich für mich undurchschaubar, weil die KI manchmal
SK1 raushaut, manchmal machten die gar nichts, dann steht sie nur da, oder manchmal tut sie eine blöde SK2 raus. Ehe du dich versiehst, bist du tot, ne? Also ich verstehe das nicht, wie die funktioniert. Dann bin ich aber zu hobbymäßig eingestellt und habe mich da nicht noch befasst. War zu dämlich einfach als Hobbygamer, der dumme Andi, ne? Der dumme Slavik im Endeffekt. Ja. Also mein polnischer Name im Endeffekt. Slavomir, so heiße ich wirklich, ohne Slavik im Endeffekt. Das ist mein Spitzname bei meinen Cousinen und Cousins. Und da war das dann auch ganz einfach. Der Kampf auch bestanden, ganz klar. Und dann kämpft man wieder halt gegen den. Und was mich dann angekotzt hat hier, der sind wie unser Brain war wieder hier super streng. Und ich habe da gesagt, Alter, was geht denn jetzt hier ab? Ich glaube, da bin ich auch oft verreckt. Da war ich richtig angepisst. Weil der einfach diese Unabwehrbarkeit, ich konnte nicht ausweichen. Ich habe das gemacht, mehrere Male, hat nicht geklappt. Habe auch erfahren vom Forum, dass viele das Problem hatten mit dem Ausweichen, dass es nicht bei alten Smartphones, die 2018, 2019, dass es da Schwierigkeiten gab mit der Steuerung. War mir aber auch egal, weil ich weiß, dass ich in der Backliste von gebannt bin und auch andere sind drin, die ältere Smartphones haben, und sagen mir, scheiß drauf, dann bist du halt da drin. Ja. Und da war dann der Fehler und nichts mehr reagieren konnte, ich bin da drauf, aber war mir dann auch egal. Aber ich sehe das einfach gezählt. Ne? Hat ja Sentin auch, Sentin macht ja auch Fehler und er geht down und er sieht auch gechillt. Mittlerweile also sehe ich alles gechillt. Ja. Vorbild, mein Vorbild ist Sentin oder wie der ausgesprochen wird. Ja. Da gibt es viele Elite-Gamer, die mir sagen, der ist kein guter Spieler und so ein Durchschnittsspieler. Ich so, ah, okay. Ja. Jeder hat da andere Meinung. Ne. Ich glaube, es gibt bessere Spieler wie Sentin, da bin ich auch sicher, aber der Sentin finde ich spielt nicht schlecht. Also auf jeden Fall besser wie ich. Ne. Dann haben wir es geschafft, ne? Dann habe ich es abgeschlossen. Dann war es easy peasy. Ab hier war dann ohne Booster. Ne, nochmal mit Booster, Spaß aber zum Schluss, nochmal Booster. Und dann waren wir, ja, habe ich auch Helm eingestellt, einen Shop gekauft. Und dann war es das im Endeffekt. Dann habe ich noch einen Champion aufgetan. War mir ein großes Herzanliegen, diesen Champion drauf zu tun. Ja, ihr seht, ich habe Thanos das Spaß halber auf Rang 3 gemacht. Macht kein Mensch normalerweise vernünftig ist, aber ich mag Thanos. Ich bin ein sehr großer Fan und deswegen sage ich immer, Leute, bei Champions drauf tun, fragt mich nicht. Weil ich gehe nicht nach Werte oder Vorteile oder so, ich gehe nur nach Fan. Ich bin ein Fan von der Figur und deswegen mache ich den drauf. Ne, wenn der Champion super scheiße ist. Ich mache ihn auf, weil ich den mag. Ne? Ich sage, hey, Ant-Man kommt bei mir demnächst auch drauf. Ne? Aber Ant-Man, ich kann mit Ant-Man nicht so viel anfangen. Ich mag halt eher so zum Beispiel Thanos, so die Bösewichte. Oder, und ich mag keine guten. Ne? Aber Thanos finde ich einfach cool. Ist einfach cooler Typ. Ne? Ist ein Massenmörder im Endeffekt in den Comics. In den Original-Comics, aber der Verstand einfach von dem Bösewicht, der interessiert mich halt immer noch. Ne? Und da habe ich halt hier, ne? Dann Agion, genau, Agion habe ich wieder erweckt, weil ich konnte Gate Bashop, aber Agion find ich besser. Ne? Meine Meinung nur eine Hobbygamer-Meinung, keine professionelle Meinung. Ne? Und dann habe ich Agion. Ja, und Agion wird bei mir auf Rang 4 demnächst geführt. Ne? Und ja, Iron Man Infamous dann noch erweckt. Das war mir sehr wichtig, weil der Typ ist richtig Hammer an der Verteidigung und auch im Kampf gar nicht so verkehrt. Und ja, Suri Yao könnte man, aber ich habe mich dann für Iron Man und habe den auch auf Rang. Ja, sogar Rang. Ich habe ihn, glaube ich, sogar hier als auf Rang 2 gemacht. Ne? Mittlerweile ist er bei mir auf Rang 3. Da habe ich wieder nachgerüstet.
Und im Endeffekt war es das von dem Video. Wir sind fertig. Wenn das Video gefallen hat, dann liken und abonnieren nicht vergessen.